Lit. Bitte schön, Herr Kollege Rock. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich werde mir also verkneifen, Ratschläge von Herrn Al-Wazir anzunehmen, und ich werde auch nicht wirklich zu jedem sagen, was ich über ihn denke. Das wäre, glaube ich, auch nicht angemessen an der Stelle. Aber ich habe das auf keine Fraktion bezogen, und ich denke, so viel Privatheit muss immer noch sein. Ich habe heute die Aufgabe, hier für die FDP eine Stellungnahme vorzutragen zur Gleichstellung. Ich finde das Thema nicht belustigend, und ich finde, es ist ein wichtiges Thema. Und ich will es gleich am Anfang sagen für unsere Fraktion: Wenn ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, hören Sie mich vielleicht auch, oder soll ich meine Rede ein bisschen unterbrechen? Ich habe auch Ihnen sehr intensiv zugehört, und ich finde, das Thema verdient es auch, dass man zuhört und damit man nämlich auch die Zwischentöne und auch die Aussagen richtig mitbekommt. Und die Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaft, und das ist ja auch kein Geheimnis, ist für die Liberalen kein Teufelswerk, sondern es ist eine konsequente Folge und eine eindeutige Festlegung für uns Liberale. Es ist so rechtlich geboten, die Gleichstellung, und sie ist gesellschaftlich richtig. Das ist unsere Überzeugung, und ich glaube, das haben wir auch immer so vertreten. Und da kann man an der Stelle auch nicht behaupten, wir hätten an dieser Stelle eine andere Meinung nach außen getragen. An dieser Stelle will ich auch noch mal klar machen, aus unserer Sicht, aus liberaler Sicht, muss der Staat sich neutral verhalten. Er darf keine Wertungen über die Frage, wie Menschen zusammenleben, treffen. Und es ist auch richtig, dass hier Stück für Stück alle diskriminierenden Tatbestände in Gesetzen abgebaut werden, dass hier die Gleichstellung auch bis zur letzten Kommastelle in unseren Gesetzen nachvollzogen wird. Ich habe auch die Anfrage gelesen, die Herr Klose jetzt zitiert hat. Ich war erstaunt, wie viele Regelungen es in Deutschland gibt und wo und an welcher Stelle noch nachgearbeitet werden muss. Aber es ist auch, glaube ich, klar, dass es sinnvoll ist, das Stück für Stück zu machen und nicht so einen Versuch zu starten, das auf einen Schlag zu tun, sondern das wird, glaube ich, aber auch vollzogen werden. Aus meiner Sicht ist es auch so, dass man nicht in die Diskussion eintreten darf, ich wiege das andere auf, also ich wiege die Lebenspartnerschaft gegen die Ehe auf oder versuche Konflikte zu konstruieren, die es aus meiner Sicht an der Stelle nicht gibt. Es ist oft in den Raum gestellt worden, dass es diesen Konflikt gibt. Ich glaube, diesen Konflikt gibt es nicht. Eine pluralistische, tolerante Gesellschaft muss mit allen Lebensmodellen des Zusammenlebens umgehen können, und es muss sie achten. Und gerade wenn diese Modelle des Zusammenlebens eben auf Dauer angelegt sind, auf gegenseitiges Vertrauen fußen und auf Zuneigung gegründet sind, wie es das Gericht ausgeführt hat. Und gerade diese Partnerschaften brauchen wir in unserer Gesellschaft. Und zwar genauso als Vertrauensgemeinschaft. Und dann ist es aus meiner Sicht nicht eine Wertung, wie ich es auch hier gerade vielleicht von Dr. Wilken habe ablesen können, im Konflikt gegenüber der Ehe oder der eingetragenen Lebenspartnerschaft. Man muss Toleranz in beide Richtungen zeigen. Und ich kannte mir natürlich eine gewisse Zahlen nicht verkneifen. Also wenn man überlegt, wir reden hier über ein grundsätzliches Thema, wie unsere Gesellschaft sich aufstellt und wie wir uns als Gesellschaft sehen in Toleranz und Gleichstellung. Und wenn man sieht, dass da auch jetzt der eine oder andere Angstruf, den man hören konnte, wenn man sich die Zahlen ansieht, über die wir reden, dann kann man das nicht wirklich nachvollziehen. Wenn man sieht, 2006 hatten wir 12.000 eingetragene Lebenspartnerschaften und 2011 waren es 23.000. Also dass man hier jetzt sozusagen in Frage stellt, ob sich die Gesellschaft noch weiter fortpflanzen kann oder nicht, das kann ich an der Stelle nicht wirklich nachvollziehen. Und wir haben ja über die Trennungsquote hier schon mal gesprochen. Die Trennungsquote bei eingetragenen Lebenspartnerschaften liegt bei 10%. Also ich glaube, da kann sich der ein oder andere noch ein kleines Vorbild nehmen. Und ich bin auch der Meinung, dass diese Vertrauensgemeinschaft, die wir künftig brauchen in unserer Gesellschaft, auch im Hinblick auf die Demografie, sollte man auch dieses Hinwenden allein auf das Kinderthema ein bisschen vorsichtiger argumentieren. Es ist im Grundsatz richtig, aber ich glaube, da muss man auch noch mal genau drüber nachdenken, wie eben diese
Verantwortungsgemeinschaften und Vertrauensgemeinschaften auch in einer anderen Lebensphase eine wichtige Rolle spielen und wie der Staat und die Gesellschaft das respektiert. Nämlich ohne diese Vertrauensgemeinschaften und Verantwortungsgemeinschaften ist diese Gesellschaft überhaupt nicht lebensfähig. Und darum glaube ich auch, wir dürfen da keine Unterschiede machen, sondern müssen diese Systematik an sich fördern und müssen sie auch unterstützen und wir müssen sie auch respektieren. Wir haben hier, und ich glaube, das überrascht auch niemand, einen Dissens mit unserem Koalitionspartner, der das ein bisschen anders bewertet. Das ist womöglich auch einer der Hintergründe, warum diese Anträge an dieser Stelle auch so gestellt worden sind. Das möchte ich nicht grundsätzlich unterstellen, aber ich halte es für möglich. Und darum möchte ich auch nochmal an der Stelle kurz auf Hessen eingehen. Das ist das, was uns betrifft. Es ist so, dass wir, das ist ja auch genannt worden, hier in Hessen schon einen großen Teil unserer Hausaufgaben gemacht haben, nicht vollständig. Aber die Bewertung, wie das zustande gekommen ist, kann jede Fraktion ja für sich treffen, ist auch hier passiert. Wir haben es aber gemacht und ich glaube auch, dass wir den Rest noch in dieser Legislaturperiode regeln, denn was Recht gebietet, muss auch Recht bleiben. Und da, glaube ich, sind wir uns hier alle in diesem Plenarsaal einig, dass wir da auf keinen Fall von abweichen dürfen. Es ist auch nachzulesen, was die FDP im Bundesebene im Koalitionsvertrag verankern konnte auf Seite 111. Das ist jetzt reiner Zufall, dass es auf dieser Seite steht. Kann man die Vereinbarung zur Gleichstellung, die in der Koalition vereinbart ist, nachlesen. Leider ist in dieser Koalition nicht auch das Thema Ehegattensplitting wohl auf die Tagesordnung durchgesetzt worden können. Und von daher ist das ein schwieriges Thema. Ich kann es noch nicht beurteilen, ob das in Berlin eine Mehrheit findet in der Koalition. Ich glaube, dass das eine Diskussion ist, wo ich mir wünschen würde, dass sie nicht an Gerichten entschieden wird, sondern dass wir die Größe hätten, dieses Thema auch politisch zu entscheiden. Aber ich muss auch Respekt haben vor allen, die dort auch andere Schwerpunkte setzen. Ich kann nur sagen, wir haben in Hessen unsere Hausaufgaben gemacht und wir werden auch den restlichen Teil auch noch abarbeiten. Ansonsten sehe ich keinen Handlungsbedarf hier als hessische Koalition. Zu unseren politischen Festlegungen habe ich, glaube ich, ausreichend was gesagt. Von daher werden wir Ihre Anträge nachher in der Abstimmung ablehnen. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Rock.